Ja, das bin ich nicht nein. Vaga! Przygotować! Ognia! Beschuss durch die Partisanen ist die Verbindung zu einem Kurierflugzeug abgebrochen. An Bord befinden sich zwei SS-Offiziere und ein jüdischer Lagerhäftling. Ein Jude im Flugzeug? Jawohl. Und der Befehl lautet wie? Die Insassen unter allen Umständen zu finden und in Sicherheit zu bringen. Den Juden auch? Vor allem den Juden. Man fasst es nicht. Auf dumme Fragen kriegt man keine Antwort. Und schon gar nicht, wenn man sich ewig in der Welt rumtreibt und nichts von sich hören lässt. Lange nicht gesehen. Sag, wie geht's deinen Eltern, ha? Mama ist krank. Okay. Wie krank? Ja. Aus Sorge um dich, du Drecksau. Aber ich habe ihr gesagt, wenn man nichts von dir hört, dann ist es das beste Zeichen, dass es dir gut geht. Schön, dich zu sehen. Warte mal. Braucht ihr den Haus an?
Nicht? Aber mach dir keine Sorgen. Meine Eltern bringen uns beide raus. Ja. Ich glaube, Status muss ich alles richten können, wenn der Papa Beziehungen hat, aber... Aber was? Nix, aber... Wir können dir reichen. Richter Kaufmann, bei der Arbeit. Ihr Vater ist der Jakob Kaufmann. Korrekt. Besitzt eine Galerie in der Neugasse und ist vor kurzem einer zweiten in Nürnberg im Reich. Wieder korrekt. Wenn Sie jetzt noch wissen, welche Schuhgröße ich habe, dürfen Sie mitspielen. Sag ich mit dir wegfressen, verschwindet. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Nein, das Meckern bleibst du. Ohne ihn gehe ich nirgendwo hin. Jetzt muss keine Schwierigkeiten, Kaufmann. Es sind Ermittlungen nötig, das kann dauern. Kein Problem, ich kann warten. Und außerdem schaue ich Ihnen nach einer Revanche. Bitte Herrn wünschen. Das ist schlicht unerhört. Nehmen Sie das zur Kenntnis. Die ganze Nacht habe ich gewartet und mir Sorgen gemacht. Ihr Sohn ist nicht verhaftet, er hat sich wegen dem Smekal geweigert, die Zelle zu verlassen. Aber das gehört sich doch auch so, sofern man etwas Anstand besitzt, dass man seinen Freund nicht im Stich lässt. Kann schon sein, aber das so gescheit war, ist die Frage. Das Smekal hat sich mit Nazis geprügelt, er wird verdächtig, Kommunist zu sein. So ein Unsinn. Er ist in unserem Haus aufgewachsen. Seine Mutter hat 25 Jahre bei uns gearbeitet. Er ist wie ein zweiter Sohn für uns. Wenn der Rudi ein Kommunist ist, dann heißt mein Mann Josef Stalin. Na Gott, bewahre. Sollte der Verdacht unbegründet sein, wird sich das ja sehr bald herausstellen. Und bis dahin soll er im Gefängnis bleiben? Schaut so aus. Also mit solchen Menschen kann ich nicht reden, Jakob. Mit solchen Leuten kann ich einfach nicht ernsthaft... Ich weiß, meine Liebe, du hast recht. Manchmal kann man nicht mehr reden. Aber man muss. Polizeikommissar auf der Bezirk? Spreche ich mit dem Herrn Postenkommandanten? Ja, Ihr Postenkommandant, Meyer. Ja, hier spricht Jakob Kaufmann. Sie haben gerade mit meiner Gemahlin in der Causa Smekal gesprochen. Unsere Galerie stellt morgen wichtige Neuerwerbungen der internationalen Presse vor. Wir haben unter anderem auch den Innenminister als Gast. Wenn mein Sohn und Herr Smekal an diesem Empfang nicht teilnehmen können, muss ich den Journalisten... Also bitte. Die Presse könnte möglicherweise über Polizei... Österreich. Hallo. Seine Unverschämtheit hat ihn aufgelegt. Komm jetzt kurz mit. Ich freue mich auch. Wo warst du denn so lang? Das siehst du aus. Er war im Gefängnis. Aber Victor, das ist nicht komisch. Ich war Krankvorsorge, wissen wir, Mama. Aber schau, der junge Held muss ja mein Leben retten. Aber geh. Geh mal hinein, es ist kalt. Und ohne zu zögern greift er sich den stärksten von den Nazis. Bitte, das waren doch keine Nazis. Sondern? Ja, das waren Provokateure. Sind die Nazis nicht genau das? Wo ist da der Unterschied? Ein Haufen nichtsnutziger Provokateure und Narren. Na, und ein Narren macht 1000 Narren. Einer von Ihnen sitzt seit 5 Jahren als Reichskanzler in Berlin und hat dafür gesorgt, dass wir in Nürnberg unsere Galerie aufgeben müssen. Anna, schau dir diese Kopie an. Oh, das ist ja unglaublich. Na, zum Glück ist Österreich nicht Deutschland. Nein, noch nicht. Aber wie denkt man in Deutschland darüber, Rudi? Du warst ja lange genug da. Also, wie ist es, Herr Kaufmann? Diese ganze Politik, das interessiert mich eigentlich weniger. Na, ganz so wenig auch nicht. Die halbe Nacht hat er auf mich eingeredet, wir sollen unsere wertvollsten Stücke in die Schweiz bringen lassen oder besser noch nach Amerika. Also das sollte er wirklich machen. Warum? Hitler ist ein Narr, aber so verrückt, dass er tatsächlich einen Krieg riskiert, ist nicht einmal er. So, und wir sind der festen Überzeugung, dass der Name Möbertheim ein Name ist, den man sich in Zukunft merken wird. Aber ich glaube, dass die wirklich außergewöhnliche Qualität seiner Arbeiten hier für sich spricht. Da gebe ich das Wort an dich. Danke, Victor.
Ich bin wirklich glücklich, in der Galerie Kaufmann neben all den alten Meistern meine Bilder ausstellen zu dürfen. Vielen Dank. Danke. Kommen Sie uns doch bitte nicht mehr laufen, so, Herr Kaufmann. Wir sind durchaus interessiert an begabten jungen Künstlern wie Herrn Haydn, aber die Kunstwelt erwartet, dass wir heute etwas mehr über eine bestimmte Zeichnung erfahren. Ich weiß nicht, über welche Zeichnung Sie sprechen. Ich glaube schon. Ich spreche von dem verschollenen Michelangelo, der vor 400 Jahren aus den Gemächern des Heiligen Vaters in Rom gestohlen wurde. Wie man hört, er ist wieder aufgetaucht und befindet sich in Ihrem Besitz. Wenn Sie gestatten, darf ich Ihnen dazu etwas sagen. Mein Sohn ist mit der Angelegenheit nicht vertraut. Es ist korrekt, diese wunderbare Zeichnung hat sich in meinem Besitz befunden, leider nur vorübergehend. Ein Sammler aus den Vereinigten Staaten hat mich beauftragt, von den besten Experten überprüfen zu lassen, ob es sich bei dem Michelangelo tatsächlich um ein Original handelt. Und der Name des Sammlers? Ich bin bei einer hohen Vertragsstrafe verpflichtet, seinen Namen nicht zu nennen. Wurde die Echtheit der Zeichnung bestätigt? Ja, von drei Experten. Einem aus den Vereinigten Staaten, einem aus Italien und einem Deutschen. Wo ist der Michelangelo jetzt? Er wurde wieder seinem Eigentümer ausgehändigt. Der Experte aus Italien war Professor Adriano Bellottini, nicht wahr? Bis vor kurzem gehörte Diskretion zu den grundlegenden Spielregeln des Kunstgeschäftes. Leider hat Herr Bellottini offenbar beschlossen, diese Regeln nicht länger gelten zu lassen. Professor Bellottini ist Italiener und vertritt den Standpunkt des Duce. Er ist der Meinung, dass dieses Kunstwerk dem italienischen Staat übergeben werden sollte. Nun, dann richten Sie Dottore Bellottini und auch dem Duce bitte aus. Ich lasse Ihre Meinung gerne gelten. Solange ich nicht gezwungen werde, sie zu teilen. Victor, soll ich dir noch was helfen? War ein schöner Abend. Hm. Sitzt im Erden. Ja, wenn du mich fragst. Hast du Fragen genug? Kannst du dich erinnern, was ich dir mal gefragt habe? Fragen es lassen. Sie haben sicher nicht getraut, mich zu fragen, ob ich dich lerne. Ich weiß auch noch, wen es geschickt hast. Mein bester Freund. Ich jetzt will. Der muss länger. Sich in Zeiten wie diesen für einen Jungen zu entscheiden, als Ariarin, das ist nein. Ich glaube, der tut deine neuen Freunde nicht gut. Ich hab's nicht so leicht auf die Butterseiten zum Wechseln. Eine Frau hat's da leichter. Die Rudi. Na, ihr zwei, gehen wir noch was trinken? Also ich nicht mehr, ich möchte lieber heim. Und du? So wie noch nie mag, so. Und? Wart's noch? Na. Wieso? Die Kinoplakate, die du gemacht hast, die waren... Miserable war's. Nein. Brauchst mir nicht schmeicheln. Sag mal, stimmt das? Was? Ja, was der Eichmann würde wieder seinem Eigentümer ausgehändigt. Alles brauchst du auch nicht wissen. Sag mal, ist das jetzt der übliche Angeberei, oder? Oder was? Na, ein echter Michelangelo. Geht dritt mal. Ja, Opa, noch mal zweimal das Junge. Stehen bleiben. Unglück. Unglück. Tja. Moses, du Idiot. Wie hältst du dich? Vater hat ihn von irgendeinem Onkel geerbt. Wir haben die Spur zurückverfolgen lassen und sind bei so einem jüdischen Händler gelandet, der sie vor 150 Jahren als Pfand bekommen hat. Ah.
Der ist in Papst gestorben. Nein, wie soll das denn gehen? Da müsste der Händler ja über 200 Jahre alt geworden sein. Ich steht nicht in der Bibel, dass Juden so alt sind. Und ihr habt ja das Glück aus Deutschland rausgebracht? Nicht wir. Du. Ich. Was ich wie? Erinnerst du dich noch an den letzten Besuch in Nürnberg, als wir die Wohnung räumen mussten? Du hast uns geholfen. Hm? Der Rudikoff, ne? Weißt du, wo Mama mit deiner alten Zeichnung, deine Zahnbürste, dein Pyjama? Ja, den ich nach Wien mitgenommen habe. Was? Da war der Michelangelo drin. Das habt ihr gemacht, ohne mich zu fragen. Ja, du bist unschuldig geblieben, weil du von nichts wusstest. Nein, nicht. Tatsache ist, sie haben mich nicht ein einziges Mal kontrolliert, mein schöner arischer Freund. Uns dreimal. Victor hätte sie Rudi nicht zeigen sollen. Du hättest sie Victor nicht zeigen sollen. Ich habe immer gewusst, dieser Moses bringt nichts Gutes. Spricht so die Enkeltochter eines Rabbiners? Mir ist nicht nach Witzen. Mir auch nicht, meine Liebe. Seit wann bist du so abergläubisch? Seit wann bist du so misstrauisch gegen alles und jeden? Ich fürchte die Versuchung. Was meinst du? Dein Großvater hätte gesagt, wenn die Augen nicht sehen, kommen die Hände nicht der Versuchung. Habt ihr schon gehört? Was? Schuschnigg hat eine Volksabstimmung angesetzt. Angeblich hat Hitler bereits Truppen Richtung Grenze schicken lassen. Wir werden nicht denselben Fehler wie in Nürnberg machen, nicht wahr? Wir übersiedeln die Galerie nach Zürich, dann werden wir sehen. Je länger ein Blinder lebt, desto mehr sieht er. Schwierigkeiten mit den Frachtpapieren haben, sonst musst du einfach den Doppel rausmachen. Mach ich. Falls der noch am Lande sein sollte. Ja. Unterscharführer? Hast du das gewusst? Mutter, bitte setz dich doch. Ich kann mich jetzt nicht setzen. Bist du wirklich sicher? Ich habe ihn gesehen. Du bist erstaunlich gelassen, Papa. Der Sohn einer Hausbesorgerin ergreift seine Chance. Der Sohn einer Hausbesorgerin. Der Sohn unserer guten Johanna, die über 25 Jahre bei uns unter demselben Dach gewohnt hat. Herr Glück, dass ihr das nicht mehr erleben musste. Jakob, wir kennen Rudis Seite, der auf der Welt ist. Und du hast immer gesagt... Vielleicht erkennt man 10 Länder als einen einzigen Menschen. Du hast ja recht, Johanna. Rudi ist kein schlechter Mensch. Aber versuchen wir, ihn so in Erinnerung zu behalten, wie er bis 20 war. Vielleicht ist es auch ein gutes Zeichen. Vielleicht bedeutet es, dass es unter ihnen auch Anständiger gibt. Was ist hier los? Was machen Sie hier? Ich fordere Sie auf, die Zeichnung von Michelangelo Buonarroti in Ihrem Besitz sofort herauszugeben. Ich weiß überhaupt nicht, worüber Sie sprechen. Beim nächsten Schusstreffer. Und der Sturmführer, es reicht. Was soll das? Wir suchen ein Bild. Warum kommen Sie nicht zu mir in die Galerie? Sehr.
Vernünfte. Tja, das ist wiederum weniger vernünftig. Kommen Sie nicht gut? Was ist das? Da hat sich jemand die Zugsverbindungen nach Zürich herausgeschrieben. Sie verreisen? In der Tat tragen wir uns mit dem Gedanken, dieses schöne Land zu verlassen. Ohne unsere Erlaubnis wird niemand dieses Land verlassen. Schauen Sie, es ist doch ganz einfach. Wenn ich wiederkomme, liegt die Zeitung auf Ihrem Platz. Ansonsten lasse ich Sie im folgenden Reihenfolge im Hof erschießen. Das ist Ihr Sohn, dann Ihre Frau und dann Sie. Tja, also mir gefällt das. Schönen Tag. Ja? Wer ist denn? Auf! Was ist? Hast du sie gewarnt? Von was redest du? Ich frage dich, ob du sie gewarnt hast. Aber die Zeitung war leider nicht da. Verstehe nicht. Die Zeitung war nicht da? Nein, die Zeitung war nicht da. Aber wird schon wieder auftauchen, oder? Tschut! Ziemlich erbärmliches Loch. Mensch, Rudi, Rudi, Rudi. Berlin wartet auf eine Nachricht von mir in Sachen Michelangelo, ist dir das klar? Aber ich verstehe das nicht, ich hab die Zeichen im Blut gesehen, ich schwör's. Versuch doch nicht, mich zu verarschen. Ich hab dich doch nicht zu uns geholt, damit ich mehr Probleme habe als vorher. Also halt dir das vor Augen. Geht's mir gut? Geht's dir gut? Geht's mir schlecht? Geht's mir schlecht, ne? Fisch gut. Weißt du, warum er der Moses Hörner aufgesetzt hat? Weil die Christen die Bibel nicht übersetzen können. Eigentlich hätte es ein Strahlenkranz werden müssen. Das macht aber keinen Sinn. Ein Blinder würde sehen, dass es Kopien sind. Du unterschätzt dich, Moritz. Niemand kommt auf den Gedanken, dass das eine Kopie ist. Bei dem sicher nicht. Das ist das Original. Such dir einfach die bessere Kopie aus. Hey, eine schwierige Entscheidung. Was verlangst du dafür? Was du mir gibst. Das ist aber doch viel zu... Ich habe dir für die Bilder in der Galerie bei der Credit Suisse 10.000 Schweizer Franken hinterlegt. Ja, damit werden sie dich einreisen lassen. Jakob. Was lässt Haschek seinen Schweg zum Abschied sagen? Um 6 nach dem Krieg. Also um 6 nach dem Krieg. Die Galerie ist geschlossen. Victor, sie hat von mir nichts gekannt. Ja, dasselbe würde ich zu dir sagen, wenn ich nicht wüsste, dass es nichts bringt. Aber jetzt weiß ich wenigstens, warum du so oft in Deutschland warst. Wegen der schicken Uniform. Was willst du noch hier bewundern? Werden? Die Kameraden haben eine Chance gegeben und ich bin ihnen dankbar dafür. Ach, wird mir schlecht. Weißt du, es wäre nett gewesen, wenn du uns etwas früher informiert hättest. Deine Kameraden haben uns einen Besuch abgestattet und nach der Zeichnung von Michelangelo gesucht. Von wem Sie das wohl erfahren haben? Viele haben gewusst, dass ihr glaubt. Ach, lüg nicht. Ihr lebt nicht! Sogar diese Italienerin, alle! Das ist Schwachsinn, Rudi! Dein Freund von der SS kannte das Versteck und das kannst du ihm verraten haben! Was haben sie dir versprochen, hä? Darfst du jetzt dem Führer die Hand küssen? Na? Aber vielleicht wird die Armen wenn wissen, wie sie so ein Angeber zu sein wie du. Was soll das? Was soll das, Rudi? Meine Familie hat dich... Was? Mich gnädigerweise unterstützt? Den Sohn eurer Putzfrau, den Schmarotzer, den Proletten, der es allein zu nichts gebracht hat. Da habt ihr euch getäuscht. Du und der Vater. Alle. Du warst ein Teil der Familie. Das wollte ich. Aber das wäre alles. Das geht nicht.
Ihr werdet jetzt in die Schweiz kommen und ich kann dafür sorgen. Da ist meine Telefonnummer, unter der bin ich erreichbar. Victor, gibt es das Bild aus? Ich werde mit Vater besprechen, unter welchen Bedingungen wir reden. Stell eine Bedingung an, Victor. Du hast keine Ahnung, auf was du dir da einlässt. Ich hoffe, du weißt, auf was du dich eingelassen hast. Ich sollte mich nicht mehr mit dir sehen lassen. Ich kann nicht nur helfen, wenn die mich nicht für einen Jugendfreund halten. Hier auch enteignen. Aber bevor sie das können, wollen wir dir alles überschreiben. Mein Vater hat schon alles in die Wege geleitet. Und wenn dieser ganze Wahnsinn hier vorbei ist, dann gibst du es uns zurück. Bitte. Den Schieder nehmen wir aber schon mit, ja? Laden wir uns nicht zu viel auf, meine Liebe. Ich habe mit Lena gesprochen. Sie ist dazu bereit. Oh, dank dir. Es fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Gut, fahren wir. Der Anwalt wartet schon auf uns in der Stadt. Ach, und das bleibt hier, Papa? Es ist ein Meisterwerk. Aber zu sperrig für seinen Wert. Oder gefällt es der neuen Hausbesitzerin nicht? Nein, je früher ich euch das alles zurückgeben kann, umso lieber ist mir das. Und da war Altmüller? Der geht an Göring. Und der Chauffeur ist Mekal? Ja? Morgen früh. Die Ausreisegenehmigungen bringe ich mit. Ja. Klaus. Kaufen wir uns morgen früh. Das ist doch wunderbar. Er bereitet doch schon mal alles vor. Wo ist das Bild? Da, wo es hingehört. Das hier sind die Expertisen, die die Echtheit der Zeichnung bestätigen. Sehr gewissenhaft. Dein Koffer. Außer deinen Sachen, die du gerne bei uns gelassen hast, sind auch Schulzeugnisse und erste Kinoplakatentwürfe drin. Ein paar Briefe deiner Mutter. Ich nehme an, du möchtest das haben. Der bleibt hier, ich lasse ihn später mal abholen. Bestätigung der Beschlagnahme. Die Zeichnung von Michelangelo Buonarroti wurde heute im Namen des Führers als Eigentum des Deutschen Reiches beschlagnahmt. Dürfen wir jetzt ausreisen? Ja, ja. Müssen die Wege geleitet. Alle Ausreisegenehmigungen. Ich bin froh, dass das alles noch so geklappt hat. Danke, Rudi. Das werden wir dir nie vergessen. Unser Chauffeur? Wir bringen deine Freunde persönlich zum Bauernhof. Smekal! Verstehe nicht, wusste sie zu. Ich gratuliere dir, Rudi. Das wird in Berlin großen Eindruck machen. Der Führer wird sich erkenntlich zeigen. Verlass dich drauf. Was bedeutet denn das? Man hat uns die Reise noch zu euch zugesagt. Davon war sie nichts. Komm ans Zimmer. Romans, geh mal! Rudi! Geh an! Soll das? Lassen Sie meine Mutter los!
Steig ein, Rudi. Schau, Rudi, hier geht es einfach um viel zu viel. In der Schweiz aus mit internationalen Anwälten kann man die Beschlagnahme möglicherweise anfechten. Und das wiederum würde keine so gute Stimmung geben in Berlin, oder? Gemeldet fällt in Stalingrad für eine Wende des Krieges. In dieser Lage, meine Herren, ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen für die unverbrüchliche Waffenbrüderschaft des Deutschen Reiches in Italien. Deshalb kommt der Duce nach Berlin. Und deshalb wird ihm der Führer die seit Jahrhunderten verschollene, von uns aus jüdischer Hand gerettete Zeichnung des großen Michelangelo überreicht. Oberkommissar, die italienische Delegation ist vor wenigen Minuten eingetroffen. Danke. Die Ehrenkompanie der Leibstandarte Adolf Hitler tritt zur Begrüßung an. Danach fährt die Kolonne mit dem Duce vor. Der Duce steigt aus und nun tritt der Führer in die Tür. Sagten Sie, Il Duce soll aussteigen und dann erst kommt der Führer? So ist es. Und unter den Klängen des Badenweiler Marsches steigt der Duce die Stufen hinauf zu seinem waffengefährdenden Führer. Il Duce soll aussteigen. Ohne Musik warten wir eine Lakai, bis der Führer kommt. Inakzeptabile! Darauf müssen wir aber bestehen. Meine Regierung akzeptiert sehr wohl, dass Il Duce aussteigt und dann erst kommt der Führer durch die Tür. Va bene, non c'è problemi. Aber ohne Musiker! Und Herr Hitler wartet nicht oben, sondern er kommt die Stufen hinunter bis zum Il Duce. Basta! Ausgeschlossen. Bis zum Il Duce! Meine Herren, ich muss Sie unterbrechen. Um Fragen des Protokolls zu klären, ist wirklich noch Zeit genug. Lassen Sie mich jetzt bitte endlich das Original der Zeichnung sehen. Das ist das Original. Das ist eine Kopie. Zugegeben eine meisterhafte Arbeit, aber eine Kopie. Das ist völlig unmöglich. Es handelt sich unzweifelhaft um das Original. Wir haben die besten Expertisen. Wenn Sie dem Duce dieses Original übergeben und ihn damit vor der gesamten Welt lächerlich machen wollen, werde ich ihm raten müssen, seine Reise nach Berlin abzusagen. Überlegen Sie bitte, was Sie sagen. Überlegen Sie, was Sie tun. Auf Wiedersehen. Signor Bellutini, genießt die absolute Vertrauen meiner Regierung. Buongiorno, Signori. Andiamo. Sie haben eine Woche Zeit. Schaffen Sie das Original her und verhindern Sie eine staatspolitische Katastrophe. Ich hab's erklärt, aber ich versteh's nicht. Ich versteh's einfach nicht. Es gibt's denn gar nicht zu verstehen, Smeka. Es geht um deinen Arsch, verstehst du das? Man hat es reingelegt. Verdammt nochmal reingelegt! Ja. Du lass es mit diesem Scheißjungen für mich erledigen. Hauptsturmführer, du Idiot! Verdammt nochmal! Was kann man denn jetzt machen? Der alte Kaufmann ist laut Akte im Lager verreckt. Der Junge lebt noch. In einer Stunde sitzt du im Flugzeug und ich erwarte umgehend deinen Bericht. Und wenn der nicht erfreulich ist, dann kannst du gleich in Polen bleiben. Was ist? Was schaust du so? Ich will, dass du dieses Bild runternimmst. Kannst du mal sehen. Was ist passiert? Die haben eine Fälschung ertrat. Ja. Die Kaufmanns. Der alte Kaufmann und der Victor. Bringen wir mal nochmal nicht so, wo das Original ist. Ha. Ich hab glaubt, du weißt gar nicht, wo er ist und ob er überhaupt noch lebt. Ich hab's aber nicht im Mitfindzimmer erledigt. Willek,
Ist er das? Viktor Kaufmann. Da stehst du und hörst dich nicht an. Woher weißt du, wer ich bin? Dein Vater hat dich genau so beschrieben. Mein Vater? Weißt du, wo er ist? Wie geht's ihm? Gut geht's ihm. Jetzt. Er hat es überstanden. War ich in Mauthausen. Sie erzählen viel von deinem Vater. Man ist zu ihm gekommen, war am Ende, gegangen ist man mit Hoffnung wieder und Zuversicht. Wie er es gemacht hat, nur der Ewige, er sei gelobt, weiß es. Stolz kannst du sein auf deinen Vater. Was sagen kann ich es ihm nicht mehr? Vielleicht kannst du es ihm sagen, bald. Wirklich Mut machen. Was soll ich sagen? Sagt er mir, wenn ich dich treffe. Moment. Hier steht es. Ist was zu einfach für Karel Blinik zu merken. Verliere mich nicht aus den Augen. Verliere mich nicht aus den Augen. Was heißt das? Weiß nicht. Was wollen Sie denn schon wieder sprechen? Hier stinkt Ihnen zu viel. Ich bin zu viel zufrieden. Das ist Viktor Kaufmann. Viktor Kaufmann. Ja, der Schild. Mach es jetzt kurz, Meckerl. Ich will ja schnell wieder weg. Habt ihr euch nur dabei gedacht, den Führer zu betrügen? Wo ist das Original? Du kannst ja gar nicht vorstellen, was die alles mit dir machen werden, wenn das nicht auftaucht. Was denn noch? Komm her. Komm her! Bist geliefert, Victor. Endgültig. Sag mal, wo das Original ist, dann kann ich vielleicht noch was verhindern. Herr Hauptsturmführer meint, dass ich in Schwierigkeiten bin. Du kannst einen Treff fahren lassen. Ist es nicht vielmehr so, dass der Herr Hauptsturmführer Schwierigkeiten bekommen wird, wenn das Original nicht auftaucht? Wo ist der Michelangelo? Mein Vater kannst du ja nicht mehr fragen. Weißt du, wie es meiner Mutter geht? Deiner Mutter geht's gut. Bist du dir da sicher? Hat sich der Herr Hauptsturmführer einmal die Woche liebevoll nach ihr erkundigt. Es geht ihr gut, du kannst dich darauf verlassen. Und Lena? Dir geht's sehr gut, wir sind verlobt. Ihr habt euch verlobt. Tja, gab wohl nicht mehr viel Auswahl. Die Lena hat dir damals nur schöne Augen gemacht, damit du ihr das Haus und die Galerie überschreibst. Du Trottel hast das nicht gemerkt. Hol meine Mutter aus dem Lager, lass sie in die Schweiz bringen und liefer mir den Nachweis dafür. Und ich sag dir, wo der Michelangelo ist. Wenn du es nicht sagst, ist der Mutter heute Abend vielleicht gar nicht mehr am Leben. Wenn man nicht beißen kann, sollte man nicht bellen. Die blöden Sprüche habe ich schon von deinem Vater nicht leiden können. Wenn meine Mutter das nicht überlebt, wirst du nie erfahren, wo der Michelangelo ist. Du bist verrückt, Victor. Kann schon sein. Aber das ist mein letztes Wort. Der rechnet damit, dass er sterben wird. Womit kann man Menschen sonst noch trauen? Aber Himmler reißt uns den Arsch auf, wenn wir diese Scheißzeichnung nicht liefern können. Er will sie ja rausgeben, aber nur, wenn seine Mutter ins neutrale Ausland darf. Na also? Und das haben sie ihm nicht sofort zugesagt? Verlangt ein Beweis, dass sie draußen ist. Wissen Sie was, Mikkel? Mich geht das Ganze eigentlich einen Dreck an. Schildern Sie denen in Berlin Ihr ganzes Affentheater doch einfach selber. Bringen Sie nach Berlin. Die haben dort ihre Feuermethoden. Und dann sind wir nicht mehr dafür verantwortlich, wenn nichts dabei rauskommt. Mir auch scheißegal. Lassen Sie meinetwegen Transportpapiere ausstellen. Bitte schön. Fliegen wir den Juden nach Berlin? Ja. Er wird sich nicht bei dir bedanken. Das schwöre ich dir. Und bei mir auch nicht. Ja.
froh, dass du noch lebst. Gibt's mich nicht. Keine Sorge, das hört keiner, sind alle tot. Da hinten ist eine Hütte. Vielleicht kann uns euch jemand helfen. Ja, oder uns umbringen. Ah! Ich kann nicht auftreten. Hält auch nicht mehr aus als unser einzelner Herrenmenschenkörper, hm? Ja, für Schmerzen. Schmerzen? Deswegen haben wir ein gutes Mittel im Lager. Hält nicht lange an, aber hilft sofort. Wirklich? Jetzt! Warum hast du mich so aus dem Flieger gerettet? Nicht, das wüsste. Was steht denn so? Freiheit für Polen. Das ist das Zeichen der polnischen Partisanen. Das ist ein Partisan mit. Scheiße, Partisanen? Wo sie so an uns befinden? Keine Ahnung, aber im Lager haben sie erzählt, dass sie erst auf der Stelle erschießen. Los, schon noch! Mach schon! Schon noch! Ich seh nicht. Die erste Kugel ist für dich, die letzte für mich. Hör zu. Es gäbe da vielleicht eine etwas weniger heroische Lösung. Du. Siehst deine hübsche Uniform da aus, wir teilen uns meine Sachen und du bist auch ein Häftling, verstehst du? Warum sollen das die Partisanen glauben? Da unten liegt ein Flugzeugwrack mit zwei toten Deutschen und hier oben sind zwei arme Schweine, die es gerade noch geschafft haben. Ne? Mit Leib und die Hosen! Du Melder! Untersturmführer Gruber meldet, sich auf die Partisanen auf die Absturzstelle zu bewegen. Alles niedermachen. Jawohl. Herr Hitler. Versteck die Uniform irgendwo. Mach Führer Neutner. Standartenführer Neutner ist gefallen. Vom Himmel gefallen. Flugzeug tot. Nur ich und der Jude konnten sich retten. Tommy, lass uns aus der Kiste noch rauszukommen, Hauptsturmführer. Vielen Dank. Der Hauptsturmführer bin ich. Siehst du, Jude? Der Führer lässt seine Männer nicht im Stich. Er ist nicht ich. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Wir haben schon genug Zeit verloren. Geben Sie durch, dass wir zwei Überlebende gefunden haben. Hauptsturmführer Smeka und den Juden. Zu Befehl. Der Jude muss getragen werden. Er kann nicht laufen. Wir sollen einen Juden tragen. Ja, Sie sollen einen Juden tragen. Na los, auf ihm! Du darfst mich nicht in der Lager einliefern lassen, ich brauche einen Arzt. Die Judenärzte im Lager sind sehr gut. Die haben keine Medikamente, keine Instrumente, nichts. Aber sie geben sich Mühe. Und der Schwindel aufgeflogen ist. Halt dein Maul! Rudi, denk nach. Ich weiß, wo das Bild ist. Ich brauche also nur sagen, du hattest gestanden.
Danach übergebe ich das Bild an Himmler. Und keiner fragt mehr nach den Einzelheiten. Und deine Kameraden, die werden nur einen Gedanken haben. Nämlich den Juden Viktor Kaufmann, der sie so lange an der Nase rumgeführt hat, so schnell wie möglich ins Gas zu schicken. Du Judensau, du dreckiges Judenschwein, du! Selber. Absolute Priorität. Verstanden. Heil Hitler. Die Reichsführung ist sehr zufrieden mit uns. Es gibt aber Schwierigkeiten. Ach ja? Ja, beide behaupten, Hauptsturmführer Sminkel zu sein. Wollen Sie damit sagen, dass Sie nicht imstande sind, einen Offizier der SS von einem Juden zu unterscheiden? Selbstverständlich nicht. Mensch, Hosen runter. Nicht Sie. Der beschnitten ist der Jude. Und geräucherte Entenbrust, Honig, Marmelade. Ja, ich habe seit dem Flug nichts gegessen. Das kann nicht sein. Im Lager gibt's Frühstück. Stinkende Zeug. Offiziere dürfen sich jederzeit Verpflegung bestellen. Kannst du mir nicht das holen lassen? Soll das eine Falle sein? Nein, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Doch, hast du. In der Kluft, da denkt man an nichts anderes. Du sei vernünftig. Es gibt 1000 Kleinigkeiten, du wirst dich verraten. Kann nur ein paar Stunden dauern. Jede Minute, die ich länger lebe, ist für mich ein Gewinn. Ich habe nichts zu verlieren. Du hast keine Ahnung, was den Kameraden alles einfallen kann, wenn es darum geht, einen Juden zu bestrafen. Na gut, du weißt ja, was dir bevorsteht, wenn wir keine Lösung finden, die uns beiden hilft. Wie ist es jetzt? Was soll das? Beschnitten. Jude. Das war wegen einer Verengung als Bub, eine Fimose. Er ist der Jude. Ich bitte Sie, Kamerad. Nur ein Idiot würde Sie für einen Juden halten. Er hat 4 jüdische Großeltern. Willst du die Wanze etwa damit sagen, dass ich ein Idiot bin? Ah! Schauen Sie die Störung, Kamerad, und nicht so ungut. Ein Liter! Ich meine nicht, wenn der Schüler aufgeflogen ist, dann zieh ich dir die Haut vom Leib. Dann zerfleisch ich dich, zertritt dich, zermalm dich. Ja, ja, ich kann dich gut verstehen, Rudi. Nur leider müssen wir dieses kleine Spiel noch ein bisschen weiterspielen. Bis meine Mutter in der Schweiz ist. Das schaffst du nie. Kann ich mich setzen? Bitte. Können wir nicht vernünftig miteinander reden? So wie früher? Geht das noch? Was gibt's? Verzeihung, ich soll fragen, wie lange Sie noch brauchen. Warum? Ich bin der Einzige, der den Juden verhört, sonst niemand. Verstanden. Heil Hitler. Heil Hitler. So, und jetzt bist du geliefert, Viktor. Brigadeführer Wildholz hat gemeint, außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Aber ich kenne keinen Kameraden, dessen persönliches Ehrgefühl das zulassen würde, dass er steht und der Jude sitzt. Dann halten wir das auf jeden Fall einmal fest. Kommen Sie. Du hast doch keine Chance, Rudi. Ich brauch doch nur irgendjemand in deiner Baracke zu sagen, wer du wirklich bist, du bist tot. Warum sollte der mir Sessler glauben? Ich tue mir sicher nichts. Danach haben sie mir sogar den Wunden versorgt. Man erzählt, was für ein wunderbarer Mensch mein Vater gewesen ist. Sprech nicht über meinen Vater. Wie vielen er geholfen hat. Einer hat sogar erzählt, wenn er den Namen meines Vaters schreiben muss, bekommt er die Kraft, um weiter durchzuhalten. Ja, Kaufmann, halt dein Maul! Also, Kanzler, lassen Sie nicht stören, Kamerad. Langsam wird er weich. Es kommt eben immer auf die richtige Methode an. Heil Hitler! Heil Hitler! Ach und,
Schaffen wir den Stuhl hier raus. Da hat der Jude drauf gesessen. Das zeige ich dir zurück, du Jungsohn. Ich an deiner Stelle würde nicht noch mal Rudolf Smickerl werden. Überleg mal. Du wärst fortan ein Hauptsturmführer, der sich von den Juden hat verdreschen lassen. Wie stehst du denn dann da mit deinem Ehrgefühl vor deinem geliebten Führer? Nicht so ein Schwein. Du überlebst das hier nur, wenn du mitspielst. Schreiben vom Brigadeführer und Holz aus Berlin. Erwartet dringend Bericht von Hauptsturmführer Smickerl. Aber holt man die beiden nicht einfach nach Wien oder Berlin? Weil niemand die Verantwortung übernehmen will. Wird das Original nicht gefunden, dann glauben die Italiener wahrscheinlich, der Führer will sein Versprechen nicht halten und es ihnen nicht geben. Dann sagt Mussolini vielleicht sogar den Staatsbesuch ab und die Achse wackelt. Daran will niemand schuld sein. Eintreten. Geschafft. Sie haben das Bild? Ich weiß, wo es ist. Das ist ja großartig. Gratuliere. Vielen Dank. Es gibt doch nur ein Problem. Diese schlaue Kreatur hat es in einem Schweizer Bankschließfach deponiert. Was sich nur öffnen lässt, wenn der Jude und seine Mutter gemeinsam anwesend sind und beide unterschreiben. Ja, da müssen eben der Jude und seine Mutter. Wo ist die denn überhaupt? Im Lager Ravensburg. Die kommen doch nie wieder zurück, wenn die mal in der Schweiz sind. Man wird sie ja wohl nicht ohne Bewachung fahren lassen. Aber das muss Berlin entscheiden. Prost, mein Herr. Prost. Unsere Erkundigungen haben ergeben, dass die Angaben des Juden richtig sind. Ob die Originalzeichnung tatsächlich im Safe ist, konnte die Bank natürlich nicht sagen. Und wenn er sich in Zürich weigert zu unterschreiben, weil es ihm nur darum gegangen ist, in die Schweiz zu kommen, wird seine Mutter an Ort und Stelle vor seinen Augen liquidiert. Das muss ihm klar gemacht werden. In einer Schweizer Bank? Liquidieren? Das ist doch nicht möglich. Ich gehe nicht davon aus, dass es soweit kommen wird. Aber schlimmstenfalls müssen Hauptsturmführer Smickerl und unsere Leute die paar Monate bis zum Endsieg in einem Schweizer Gefängnis verbringen. Mehr kann Ihnen nicht passieren. Die Schweiz ist ein demokratischer Rechtsstaat. Wir sind im Netz Ihrer Gesetze gefangen. Also, wie dir wie vor. So wie es aussieht, ist der Verlobte ein Held. Juden, der nach Berlin gebracht werden sollte, er war in seinem brennenden Flugzeug gerettet. Er lebt das. Wie? Er lebt also. Ja, beide. Rudi ist unverletzt. Ach, ich bin so froh. Eine Sache ist allerdings noch klärungsbedürftig. Fräulein Lena. Ja? Wir haben immer wieder versucht, Erkundigungen einzuholen bei dem Verbleib der Familie Kaufmann. Warum? Naja, also, die Familie hat mir ja, wie Sie wissen, alles überschrieben. Also, um ehrlich zu sein, ich habe versucht herauszufinden, ob es Erben gibt. Wegen eventueller Rückgabeforderungen. Wegen der Erben der Kaufmanns würde ich mir an Ihrer Stelle wenig Gedanken machen. Jetzt fliegen Sie erstmal nach Polen, zu Ihren Verlobten. Dürfte ich erfahren, warum ich hergerufen worden bin? Ich habe lediglich den Befehl, Sie herzubeordern, Hauptsturmführer. Mehr weiß ich nicht. Weißt du was, Rudi? Eigentlich dürfte ich das noch nicht mal denken, aber... Ich glaube, ich kann so langsam verstehen, warum du so glücklich bist in dieser schönen Uniform. Auch wenn du nur ein kleiner Furz bist in diesem Riesenwald. Vielleicht bin ich ein Furz, aber ich bin ein Siegerfurz. Hast du dir da ausgedacht, dass das wird nicht funktionieren, weil du ein Verlierer bist? Ihr Juden seid die Verlierer. Lena. Bitte. Sie dürfen Ihren Verlobten jetzt begrüßen.
werden meinem Verlobten sehr, sehr dankbar sein. Lena, bist du verrückt geworden? Ich bin so wahnsinnig froh, dass du noch lebst. Aufhören! Das reicht. Schaffen Sie den Juden raus, aber behutsam, wir brauchen ihn noch. Jawohl. Ihr Einverständnis voraussetzend habe ich entschieden, dass Ihre Verlobte die Jüdin nach Zürich begleitet. Die Jüdin kennt sie und vertraut ihr. Willst du das denn? Für den Führer tue ich alles. Das weißt du doch. Es ist aber nicht ungefährlich. Ach Quatsch. Mit den lahmen Eidgenossen werden wir ja wohl noch fertig werden. Die Bank in Zürich ist verständigt. Wir fliegen Ihre Verlobte nach München, wo sie die Jüdin treffen und im Zug nach Zürich begleiten wird. Und Sie werden mit dem Juden direkt von hier nach Zürich fliegen. Also, viel Erfolg. Warum hast du das getan? Weil ich dich liebe. Ich meine, warum hast du dich mit ihm verlobt? Das war die einzige Möglichkeit, das auszuhalten. Rudi wollte alles haben, was dir gehört. Und hat alles bekommen. Ich wollte damals mit dir mitgehen. Es tut mir leid. Hey, Kamerad! Du musst mit wem reden! Gib mir das Mittel! Bitte! Ich bin der Roten Schmeckerl! Ich habe den Befehl, den Juden Viktor Kaufmann und seine Mutter an Ort und Stelle zu liquidieren, falls diese Zeichnung nicht in diesem Schließhaus sind. Und ist sie dort? Herr Hitler! Hallo Hitler! Das heißt, wir brauchen jemanden in der Schweiz. Den Moritz Heiden. Wie? Erinnerst du dich an den Moritz? Ja, natürlich. Der arbeitet in Zürich beim Internationalen Roten Kreuz. Das könnte uns doch helfen, oder? Ja. Ja, aber wie kommen wir an ihn heran? Gibt's hier einen Funkraum? Ja. Na, dann gib mir den Befehl. Also, meine Herren, auf die Augen aus dem Sinn. Ne? War das das Meckern? Keine Ahnung. Hey, Hitler! Bring den Bericht nach Wien, lassen Sie das Fräulein an den Schreiber wegficken. Standartenführer Wiedrzyk. Ein Freund der ersten Stunde. Ich weiß nicht alles. Ich weiß überhaupt mehr, als Sie glauben. Unterschätzen Sie uns nicht. Ich habe da was herausgefunden. Bloß weil wir am Arsch der Welt doppelt so wenig von gestern. Ich weiß jetzt, warum Sie niemanden zu dem Gefangenen lassen. Und Sie wissen, was ich meine, nicht wahr? Ich sehe das in Ihrem Gesicht. Sie sind ein Judenfreund. Das war vor dem Krieg. Weiß ich doch. Geheime Reichssache! Michelangelo! Was? Ja, ja. Der Jude hat Ihnen und dem Wiedrzyk eine Fälschung angedrückt, was? Ja, dieser Fehler wird morgen in der Schweiz ausgemerzt. Ja, das erwartet man auch von Ihnen an höchster Stelle. Also, wird schon schief gehen.
Ich erwarte von Ihnen, dass Sie das Unternehmen zu einem guten Abschluss bringen. Ja, ich habe Mühe. Herr Hitler. Herr Hitler. Das ist dein Pass. Wir reisen als Kuriere der deutschen Botschaft. Du musst also alle deine persönlichen Daten auswendig lernen. Wir können darüber wollen. Ich werde es wahrscheinlich in der Schweiz verhaften und den Alliierten ausliefern. Darum geht's da doch, oder? So habe ich es noch gar nicht gesehen. Aber kann schon sein. Vielleicht feiern sie dich aber auch als Helden, weil du zwei Juden zur Flucht verholfen hast. Wer weiß. Warum sollte ich dir trauen? Weil es immer so war. Sind wir schon in der Schweiz? Ja, gleich. Sie sagen, die Nachricht wurde von hier an die Reichspost übermittelt und von dort nach Zürich weitergeleitet. Aber wie konnte... Der Text war verschlüsselt und hatte den Code für geheime Reichssache der Wehrmacht. Frau Schmeckerl ist doch Nachrichtenhelferin bei der Wehrmacht. Und der Schmeckerl ist ein Verräter. Oder ich bin doch ein Idiot. Verbinden Sie mich sofort mit Brigadeführer Wildholz in Berlin. Stehen Sie hier doch nicht so blöd rum. Kriegen Sie raus, wo der Zug gerade ist und wo das verdammte Flugzeug... Was dauert das denn so lang? Verbinden Sie mich sofort mit Berlin. Ich will diese verdammte Zeichnung. Also besorgen Sie sie mir gefälligst. Ist das klar? Jawohl. Schweizer Grenzkontrolle, euer Pass bitte. Schau mal an. Kann ich da mal hineinschauen? Es ist nicht Zürich, das ist Wien! Hanna? Hanna? Lena? Wollen Sie Herrn Kaufmann ans Telefon jetzt sofort? Sonst können Sie jede weitere Information von uns vergessen. Wie ich das sehe, wollen Sie etwas? Das wir eventuell haben. Also kommen Sie uns gefälligst entgegen. Und? Hallo? Hier. Ich weiß es nicht. Hallo? Na, ist kurz. Hallo, Mutter? Hallo? Victor? Victor, bist du das? Vicky. Victor. Oh, mein Victor. Mutter. Wie geht's dir? Wir sind in der Schweiz verhaftet worden. Du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich bin. Ja, es wird wahrscheinlich zu einer Verhandlung kommen. Ich muss bestimmt auch eine Zeit lang hier ins Gefängnis, aber ich muss nicht mehr zurück. Das ist schön. Stell dir vor, Victor, ich muss nie mehr zurück. Warte mal, Leni will dir auch was sagen. Victor?
Kannst du uns vielleicht sagen, ob du kommen kannst? Komm Sie endlich zur Sache! Sieht nicht gut bei mir aus. Melin, ich liebe dich. Ich dich auch. Ich liebe dich. Lena? Lena? Da spricht dein ehemaliger Verlobter. Hallo, Rudi. Ich weiß nicht, ob euch der Ernst der Lage bewusst ist. Der Viktor wird umgehend exekutiert. Es sei denn, ihr übergibt uns das Bild. Rudi, wir waren in der Bank und das Bild ist nicht im Safe. Was? Sie sagt, das Bild ist nicht da. Tja, ich habe leider auch keine Ahnung, wo dieses verdammte Bild ist. Was sagt er? Ich glaube, er hat gerade gesagt, dass er keine Ahnung hat, wo die Zeichnung ist. Auf mit deinem Stilchen, Kaufmann! Meine Geduld geht zu Ende! Rudi! Rudi! Lena? Ich habe mir zwar vorgenommen, nie wieder mit Ihnen ein Wort zu reden. Das ist mir egal. Aber eines lassen Sie sich sagen. Glauben Sie denn allen Ernstes? Ich würde nur eine Sekunde zögern, Ihnen das Bild zu geben, wenn es im Safe wäre. Das ist mir egal. Es reicht! Hallo? Aufgelegt. Standartenführer, Funkmeldung aus Berlin. Wildholz, Oberkommando. Ultimatum bis heute 18 Uhr. Schnell ist es mal her. Kurz auf drei. Das schaffen wir doch nie! In der Schweiz wäre es doch gemütlicher gewesen, was, Rudi? Jetzt Maul, du! Das Scheißbild, wenn es nicht in der Schweiz ist. Ich weiß es nicht, Rudi. Wo ist es? Oder lügt? Knall ab! Ich weiß nicht, wo dieses verdammte Scheißbild ist! Warum soll ich mich für was umbringen lassen, was mir nichts bedeutet, hä? Um gegen dich zu gewinnen? Das ist Schwachsinn, Rudi. Knall ihn endlich ab! Der Einzige, der wirklich weiß, wo dieses Bild ist, ist mein Vater. Er hat sich das ausgedacht. Und er ist jetzt tot. Wo hat er das versteckt? Wohin hätte er zurückkehren können? In die Villa. Du musst ja nur verstecken. Nein. Das Bild von Vater. Ich hab seinen Blick nicht mehr drauf. Und der Lena gesagt, sie soll es runternehmen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Jetzt war es. Und du hast mich drauf gebracht. Der Hundekoffer! Sein Vater hat mich schon einmal benutzt. Damals in Nürnberg. Sie hat schon einmal das Original da drinnen versteckt. Aber er hat geglaubt, dass du draufkommen würdest, nicht ich. Ich sage nur mehr. Hey, Hitler. Standartenführer, Hauptstammführer, Marschall Bartolio hat in Italien die Regierung übernommen und mit den Alliierten Friedensverhandlungen aufgenommen. Mussolini ist verhaftet. Der Staatsbesuch ist abgesagt. Was? Dann ist jemand so? Der Jude? Keine weiteren Befehle dazu. Was machen wir jetzt? Schon mal darüber nachgedacht, was passieren würde, wenn man euren geliebten Führer auch verhaften würde?
Sieht ja ganz so aus, als würde euer drittes Reich nicht mehr allzu lange bestehen. Ich glaube, da wird es ein großes Aufräumen geben. Da kann es doch von Vorteil sein, wenn man einem armen Judenschwein das Leben gerettet hat und mit so einem Michelangelo kann man Vermögen verdienen. Führer verliert den Krieg nicht. Der Jude gehört dir, Smekka. Und das hier, das bleibt bei mir. Wollen wir den Krieg wirklich verlieren? Denk nach, Rudi. Denk nach. Meine Mutter ist in der Schweiz. Egal, wer das Bild nach dem Krieg auf den Markt bringt. Meine Mutter wird alle Staatsanwälte und Rechtsanwälte dieser Welt engagieren, um es zurückzubekommen. Und wenn ich das alles hier nicht überlebe, dann wird sie beweisen wollen, dass ich wegen dem Bild umgebracht wurde. Und dann gib mir schriftlich, dass egal wie dieser Krieg ausgeht, das Bild und die Galerie mir gehören. Und wir werden dafür sorgen, dass du überlebst. Du verlangst ziemlich viel. Du kriegst noch viel. Du kannst alles behalten, was du hast. Der Himmel hat in Sachsenhausen eine Lage für Prominente und Sonderhäftlinge. Da wirst du schon überleben. Ich? Viktor Israel Kaufmann. Israel, los weg. Ich, Viktor Kaufmann, bestätige hiermit, dass die Michelangelo-Zeichnung und die Galerie Kaufmann dem Freund der Familie SS-Hauptsturmführer... Den SS-Hauptsturmführer, den Lustweg. Meinem Freund Rudi Smekal und dessen Kompagnon. Kompagnon los weg. Meinem Freund Rudi Smekal gehört. Die Familie erhebt darauf keinerlei Ansprüche. Guten Tag. Guten Tag, bitte. Ihr Name? Viktor Israel Kaufmann. Viktor Kaufmann, bin du? Kannst kaum glauben. Geboren, wann, wo? Ich würde sagen, heute als Kind hier. Wiedergeboren sozusagen. Mit dem frühen Leben? Am 24. Oktober 1908 in Nürnberg. Name des Vaters? Jakob Kaufmann. Ist Ihr Name nicht vielleicht doch eher Rudolf Smekel, gewesener Hauptsturmführer der SS? Moment. Warten Sie, wenn ich Ihnen erkläre, wie es zu dieser Aufnahme gekommen ist, dann werden Sie sich totlachen. Die Geschichte haben wir schon gehört, aber gelacht haben wir nicht. Der Häftling Viktor Kaufmann war nämlich schon hier und hat uns einiges erzählt über Ihre Heldentaten, Herr Hauptsturmführer Smekel. Take him. Wohin geht's diesmal? Lager Glasenbach. Da muss ich schon immer mal hin. Rudolf Smekel! Smekel, komm hier! Bist du schlecht? Hau ab, ich heiße nicht Smekel. Du warst das, aber sonst? Mach dich weg. Du hast das Bild von Vater abhängen lassen? Ja, er hat es nicht mehr sehen können, dann habe ich es in der Galerie aufgehängt. Und die Galerie? Gibt es Bombenschäden? Der Rudi möchte sie jetzt eröffnen. Als einer der ersten in Wien mit einer sensationellen Aktion. Hast du ihn getroffen? Was dagegen? Hat sich nur seine Sachen abgeholt.
Ich habe aufgepasst, dass er nichts mitgehen lässt. Und? Wie sehe ich aus? Komm her. Zum Ausziehen gut. Der Minister aus Italien, aus Österreich und der Stadtkommandanten der vier Besatzungsmächte unterstreicht dieses einmalige Ereignis. Es ist eine Aktion von internationaler Bedeutung. Museen aus der ganzen Welt haben ihre Einkäufe nach Wien geschickt, um dieses Kunstwerk zu ergattern. Das Wetter sieht jetzt gut aus. Herr Speckerl, stimmt es, dass Sie ein Menschenleben aus der Todesmaschinerie der Nationalsozialisten gerettet haben? Ja, gemeinsam mit einem deutschen Kameraden, der leider in den letzten Kriegstagen gefallen ist. Wären die ehemaligen Besitzer der Galerie aufgenommen? Ja, das kann ich noch nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich gehe da doch nicht rein. Ich bleibe mit dir, ja? Es soll eine Kopie der Michelangelo-Zeichnung in Berlin aufgetaucht sein. Ja, aber wir haben das Original, wir haben ein Zertifikat dafür. Der Wiener Kunsthistoriker hat uns die Echtheit bestätigt. Aber ich muss mal kurz entschuldigen. Servus, Lena. Hallo, Rudi. Herr Kaufmann? Das ist eine große Ehre. Ja, sind wir uns drinnen dann? Da liegt er schon rein. Ja. Ah, na gut, dann bis später. Was liegt denn? Was haben wir zwischen uns weit und vor, was gekommen sind? Also, es ist zwar jetzt nicht der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt, um das in Ruhe zu besprechen, aber ich kann euch sicher Entschuldigung zahlen. Das war nicht leicht. Der ganze Aufbau und alles, das waren schwere Zeiten. Ja, ich bin sicher, dass du schwere Zeiten gehabt hast. Nein, brauchst du aber nicht glauben, dass ich nicht weiß, was so schlecht zu wissen ist. Hör zu, warum ich eigentlich gekommen bin. Mutter würde gerne das Bild von Vater zurückkaufen. Als Erinnerung. Na, geh kaufen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das hängt. Das hängt da hinten. Ja. Das ist ja sicher Essen, ja. Bei dir, Wiener? Was nicht, das? Dann fällt mir nicht mehr so genau. Schon das Haus ist. Entschuldigung. Entschuldigung, meine Damen und Herren, ich bitte Sie um Ihre höfliche Aufmerksamkeit. Ich bin Adriano Bellottini aus Rom, Kunstexperte. Es tut mir leid, das vor der Eröffnung der Auktion sagen zu müssen, aber ich bezweifle die Echtheit dieses Bildes. Ich habe schon einmal diese Kopie in der Hand gehabt. Meisterhaft. Aber das Original ist das nicht.
ground. I see my feet marching forward and I too have no fear to walk that way, straight alone. But I would still give it all.